So, und das soll bitte alles eingelagert werden. Das auch. Lasertürme nicht. Sehr cool. Lasertürme nicht. Mining Drills hätte ich eigentlich auch ganz gern dabei. Nö, Rest ist alles okay so. Ja, alles arbeitet, weil gerade eine Ladung Erz gekommen ist. Sehr gut. So, du kannst weg. Die hier können auch weg. So, Eisenplatten bekomme ich auch. Das ist schön. Wollen wir jetzt runter zu Öl 3? Guck mal ganz kurz, was der Ölstand so macht bei uns oben in der Fabrik. Ding, 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 ding. Hier oben. Also Strom ist immer noch völlig okay, ne? Ja. Wir haben komplett auf Solarenergie umgeschaltet. Unsere Steam Engines funktionieren nicht mehr, warum auch immer. Petroleumgas sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil keine Eisenplatten da sind. Ah. Aber das Ding hier ist auch fast voll. Okay, dann sollten wir jetzt auf jeden Fall wieder das Ding da anschließen. Da. So, dass ihr das schön verteilt. Es gab übrigens noch einen Hinweis, dass ich vielleicht mit den kleinen Pumpen arbeiten sollte. Die kleinen Pumpen kann man dann benutzen, um zu priorisieren, was also wichtiger ist. Durch den Sog, der halt dadurch entsteht, durch die Pumpe. Ich sehe nur gerade, dass ich da nicht so viel Platz habe. Ich mache das mal so. So, und dann müsste dazwischen jetzt eine kleine Pumpe, wenn ich es richtig verstanden habe. Kleine Pumpe da. In die Richtung. Und jetzt wird von da das Zeug angesaugt, und zwar primär in die Richtung hier. Das heißt, wenn das hier voll ist, dann geht der Überschuss erst dahin. Also Plastik wichtiger als Schwefel. Momentan. Weil wir hier auch, ne, tankweise schon das Zeug überhaben. Das ist soweit okay. Du brauchst theoretisch Eisenplatten. Ich gebe dir mal ein paar hier. Wollen wir das Ganze vielleicht mal mit schnellen Ärmchen machen? Komm, mach mal schnelle Ärmchen. So. Okay. Also, Öl sieht super aus. Wir haben endlich wieder genug Zeug für sowohl Batterien als auch Plastikbarren. Das heißt, die Chipproduktion wird wieder angeschmissen, auch wenn sie nie stabil genug war. Das heißt, selbst wenn durchgehend Öl ist, wird immer noch nicht genug an roten und blauen Chips produziert, um unsere Bedürfnisse abzudecken. Aber es kommt zumindest schon mal ein bisschen was, und das, ne, ist ein guter Anfang. So, Skynet. Skynet, gib mir bitte deine Chips. Gehen bei deinen Batterien. Und das behalten. Rest ist okay. Forschung. Ja, wir brauchen eigentlich kaum noch Forschung. Ich werde es trotzdem immer noch weiter. Warte mal. T. Wenn ich jetzt aufhören würde zu forschen und gar nichts mehr forsche, dann würden wir keine Chips mehr verbrauchen für die Ärmchen. Wir würden keine Chips mehr verbrauchen für die blauen Tränke. Wir würden kein Eisen mehr verbrauchen für die Fließbänder und die Knickärmchen und die Zahnräder und so weiter. Wir hätten wesentlich weniger Ressourcenverbrauch. Das muss ich mir überlegen. Weil die Dinger stehen schon wieder alle still. Genau. Klappt das jetzt mit der Bahn? Ist bestimmt gerade wieder weg, hm? Ne, da bist du ja. Ja, du wirst komplett entladen. Das ist sehr schön. Jetzt fährst du zu Öl 2. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 360 Eisenerz im System, Eisenplatten rutschen nach oben, sind bei 30, 50, ja, hält sich bei 50 rum. Aber gut, also ne, die Änderungen bei dem Bahnsystem haben geholfen. Die sind alle am Aufladen. Da wurde übrigens auch ein sehr nettes Mod-Dingens verlinkt in den Kommentaren. Und zwar gibt es da so eine Art Mini-Roboport.
die nur dafür da sind, damit die Roboter sich aufladen. Sieht ein bisschen aus wie ein Strommast und den kann man dann halt taktisch verteilen und braucht bei weitem nicht so viele Ressourcen wie ein richtiger, kompletter Roboport. Kann aber auch nicht alles für einen Roboport. Der kann wirklich nur aufladen. Aber das klingt wie eine sehr gute Idee, den Mod zu installieren. Wie ihr sehen könnt, die sind durchgehend nur am Warten und ne, das ist doof. Wobei ich in der nächsten Welt wahrscheinlich eh nicht so viel mit den Robotern arbeiten werde. Wie hier jetzt gerade. Aber okay. So, Steine sind alle. Weg. Aus dir können wir theoretisch eine aktive Kiste machen, aber ne, ist okay. Hier ein bisschen aufräumen. Hier liegt noch Zeug zwischendrin. Du weg, du weg. So, was ist unser nächster Schritt? Eins müsste inzwischen nicht mehr so gut laufen. Aber es kommt ab und an noch was rein. Ich laufe einmal ganz kurz nach Erz 1 hoch. Einfach nur um zu gucken, wie viel von dem Erz schon weg ist. Weil Erz 1 läuft jetzt ja doch schon seit 20 Folgen oder so. Nicht, dass da die Förderärmchen irgendwann leer sind. 14 Türme schießen, das sollte reichen. Nee, die sind noch bei weitem nicht ausgelastet. Wow. Okay. Ich bin wach. Ist bei weitem noch nicht ausgelastet. Das hier sind Eisenkisten. Wir könnten die Eisenkisten mal setzen durch Stahlkisten. Haben wir da ein paar? Ja, 18 Stück. So. Damit die hier mehr arbeiten. Noch ein Angriff. Wo wird die ganze Zeit... Oh, Öl 1 wird angegriffen. Da wollte ich ihn. Also hier ist okay. Verteidigung sieht ein bisschen krüppelig aus, aber das ist nicht so schlimm. Und Erz kommt noch rein. Öl 1 wird kaum noch Öl produzieren. Die Verteidigung scheint auszureichen. Ich meine, deswegen wurde jetzt zweimal angegriffen. Ohne größere Probleme. Ja, da. Die Mauer sieht ganz schön angetitscht aus. Und wir haben keinen Roboport, um hier automatische Sachen zu reparieren. Das ist nicht so gut. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das Ding überrannt wird. Weil jedes Mal, wenn die auch nur einen Schadenspunkt anrichten, geht es langsam aber sicher zugrunde. Also, helfen wir mal kurz aus. Damit das zugrunde gehen 10 Folgen länger dauert. Ting. Ah, da oben sind sie schon fast durch. Weg. So. Du dahin. Und da wir öfters von hier angegriffen werden, kommt hier einfach nochmal ein bisschen was hin. So, Mauer. Und ihr kriegt noch ein paar kaputte Lasertürme. Damit die mir nicht im Weg stehen. Im Inventar. Ja, erforscht. Sehr gut. Du da. Oh, das war ein Heiler. Ich will nur kaputte hier hinstellen. Bitteschön. Ganz viel kaputtes Zeug. So, bei wie viel seid ihr? 0,2, 0,1, 0,2. Und ihr seid alle schön beschränkt worden von dem Gyrogon der Vergangenheit. Das war ganz nett von dir. Und hier wartet jetzt ein Ölfass darauf, abgeholt zu werden. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ach, du Kacke. Okay, wenn der Zug gleich hier ankommt, müssen wir es ein bisschen umstellen. Ich stelle das dann so ein, dass der Zug Erz 1 Home Öl, Home Erz 1 Home Öl, Home Erz 1 Home Öl, Home Öl 1 ein einziges Mal und dann wieder 3-4 Mal die beiden abklappert. Dass er nur bei jedem vierten Hin- und Herfahren einmal hier hinkommt und was abholt. Weil das ist sonst absoluter Overkill. Und dann muss er hier auch nur 5 Sekunden halten. Das bringt sonst gar nichts. Okay, also gut, dass wir hergekommen sind. Das wäre mir sonst so nicht aufgefallen. Und wo ist der Zug gerade? Da unten, ne? Nee. Ich sehe den Zug nicht. Zug?
Das ist jetzt komisch. Ah, da ist er. Ach, ich sehe ihn auch nur, wenn er in meinem Sichtbereich ist. Ja gut, das ist er nur bei den Radarfeldern. Und da auch nur sporadisch, weil das Ding fast nicht Strom hat. Okay, also es ist gerade bei Öl 2. Es dauert also bis er hier ankommt. Das heißt, ich nutze mal die Zeit und laufe eine Runde um den Block, um zu gucken, ob hier irgendwo Basen aufgetaucht sind. Und wenn ja, piu piu ich die weg. Soweit schaut das aber ganz okay aus. Ah, da unten ist was. Oh, das ist recht weit weg. Und solange der Smog nicht da unten ankommt, müssten die eigentlich die Basis in Ruhe lassen. Ja, alles cool. Gut. Nach Hause. Hoch, 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 hoch. So, Zug ist irgendwo. Ist nicht unten. Moment mal, der untere Teil unserer Basis und der obere Teil unserer Basis ist auch gar nicht im Radarbereich und Erz 1 auch nicht. Ich muss mal mehr Radarschüsseln bauen, das geht so nicht. Wir müssen doch wenigstens unsere eigenen Basen sehen können. Haben wir hier eine Radarschüssel? Nö, auch nicht. Okay, her damit. Hier, komm. Plop. So, haben wir hier ein bisschen Abdeckung. Da kommt die Bahn. Fährst nach Öl 1? Ja, okay. Dich fangen wir jetzt ab. Hier. So. Was? Hä? Du bist jetzt Öl 2, Home, Erz 1, Home, Öl 1, Home oder wie? Da läuft irgendwas gerade schief. Der hält jetzt 40 Sekunden zu Hause an. Komme ich in 20 Sekunden nach Hause? Nicht, wenn ich gegen Bäume laufe. Dong, dong, dong. Ah, das schaffe ich. Und wenn ich da halb nebenher laufe und dann im Fahren aufspringen muss. Da ist es. So, okay. Ich stelle mich jetzt hier hin und laufe neben den Bahnschienen lang. Aha, so du, dich stelle ich jetzt ein. Also, du fährst Erz 1 zu Hause, Öl 2, Öl 1, remove. Erz 1 zu, dann home zu, Öl zu, home zu. Also Erz, Öl, Erz, Öl. Erz. Nochmal Öl. Öl 2, Öl 2, Öl 2, Öl 2. Ja. Dann Home. Und dann einmal Öl 1. Nach Öl 1 zu Erz 2, Erz 1 und dann wieder Home. Das müsste okay sein. So, und du hältst bitte bei Öl 1 nur 20 Sekunden. Bei Erz 1 kannst du ruhig ein bisschen länger halten, damit es komplett aufgefüllt wird. So, aber wir sind nämlich nicht voll und er fährt schon los. Ja, ob die da voll sind, weiß ich auch nicht. Also Erz 1 hältst du bitte immer 40 Sekunden bei all deinen Stops. Erz 1... 40 Sekunden. Zu Hause reichen, glaube ich, sogar 20. Beim Entladen. Entladen geht richtig flott. Gucken wir mal hin. So, wir sind entladen. Oh, stopp. Anhalten. Aussteigen. Warum wird die Kohle da nicht entladen? Du nimm bitte auch mal Kohle raus. Du nimm bitte auch Kohle raus. Das muss nicht sein. Das muss nicht drin bleiben.
So, wieder rein. Weiterfahren. Also, Erz 40 Sekunden zu Hause, probieren wir mal 25 Sekunden. Öl 2 reichen auch 20 Sekunden, weil es sind halt nur die Fässer. Die Fässer gehen recht flott. Home kann ticken weniger, Erz kann bleiben, Home ticken weniger, Öl kann weniger. So, ultra feintunen müssen wir es ja auch nicht. Aber so ein kleines bisschen zwischendurch ist schon mal ganz praktisch. So, okay. Das Ding fährt jetzt so. Und fährt jetzt gerade nach Öl 2. Okay, dann können wir gucken, wie schnell das mit dem B-Laden geht. Aber es werden eh nur eine Handvoll Fässer sein. Und je länger die Zeit voranschreitet, desto weniger Fässer werden die. Das ist ja auch. Und dann können wir es irgendwann genauso machen mit Öl 1. Dass dann nur alle 10 Trips zum Erzdingens da auch einmal hierher gebracht wird. Ja, gleich fertig. Und fertig. Öl 22 Sekunden. Ja, okay, müsst ihr eh gleich rausfahren. Aber ist halt mau, ne? Das heißt, Plan wäre eigentlich, so prioritätentechnisch, wenn viermal Erz 1 besucht wird, danach wird einmal Öl 1, einmal Öl 2 gemacht. Ich glaube, das wäre einfacher einzustellen. Aber ja, viel zu viel Feintuning. Dafür, dass wir die Welt, ne, mit einem halben Fuß schon verlassen haben, mit Gedanken schon in der nächsten Welt sind, das ist okay. Wir kriegen jetzt Öl rein und wir sollten jetzt eigentlich in den nächsten Folgen Öl 2 sichern. Das heißt, Lasertürme haben wir schon genug dabei. Mauern brauchen wir noch ein paar. Solarpanels habe ich keine einstecken. Akkus habe ich keine. Ah, ich habe 10 Solarpanels einstecken, das reicht nicht. Also, ne, Solarpanels einstecken oben, Akkus oben einstecken und dann alles andere mitnehmen, was wir brauchen, um das Ding hier zu sichern. Und das schließen wir dann hier ganz schnell mit an. Dann haben wir noch mehr Öl. Und danach, wenn wir wirklich alles angeschlossen haben, könnten wir es noch ein bisschen umbauen, dass mehr Chips produziert werden. Also vielleicht noch eine zweite Blau-Chip-Produktion oder noch eine Rot-Chip-Produktion. Das müssen wir dann gucken. Also bis gleich.